Hallo, wenn du wissen möchtest, was ich die letzten 2 Monate an fliegende Kosmetik aufgebraucht habe und wie ich die Sachen finde, ob ich die weiterempfehlen kann, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Aufgebrauchvideo an fliegende Kosmetik. Legen wir jetzt einfach mal los mit der Kategorie Haare. Fangen wir jetzt einfach mal an mit zwei Produkten, die ich sehr, sehr empfehlen kann, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das einmal Elvital, das Tonerde Absolut Shampoo. Ich nutze das eigentlich regelmäßig, weil ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Und zwar kann ich immer nur wiederholen, es ist ein gutes Gefühl auf meiner Kopfhaut danach. Meine Haare sind locker luftig und ich finde, die Haare liegen dann einfach besser. Und von daher, ja, ich nutze es immer, wenn es leer ist, wird es natürlich auch nachgekauft. Dann kann ich euch auch Rituals empfehlen. Das war in einem Set drin und zwar ist das The Ritual of Ayurveda. Ein Shampoo. Und bei Rituals ist es ja so, dass die Düfte unheimlich gut sind und auch unheimlich lange halten. Ich liebe Rituals, Düfte und bei dem Shampoo ist es, ja, also wenn ich das irgendwo finde, da in einer größeren Verpackung, würde ich es mir kaufen. Da muss ich nochmal nachschauen auf der Homepage, ob sie das überhaupt haben oder ob das eine Sonderedition war. Die Haare haben sich danach richtig gut angefühlt, seidig. Sie haben lange geduftet nach diesem Duft. Und diese kleine Pulle war wirklich sehr, sehr ergiebig. Das sind jetzt, oder da waren 70 Milliliter drin und das hat wirklich sehr, sehr lange gehalten. Also, wenn es das gibt, kaufe ich mir das auf jeden Fall nach. Dann habe ich hier eine Pflegespülung von Lavera und ich versuche doch schon so ein bisschen ja, meinen Fokus auf Naturkosmetik zu legen. Leider funktionieren die Produkte bei mir nicht. Diese Pflegespülung zum Beispiel mochte ich überhaupt nicht. Das ist die Repair und Pflegespülung Biorose und pflanzliches Erbsenprotein. Ja, gezielte Intensivpflege und verbesserte Kennbarkeit ohne Silikone. Ich finde, es hat meinen Haaren überhaupt nichts gebracht. Ich hatte kein pflegendes Gefühl danach und es hat mir wirklich gar nichts gebracht, also keine Pflege. Das ist jetzt speziell für trockenes und strapaziertes Haar gedacht. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht nachkaufen, so leid es mir tut. Ja, ist leider nichts für mich. Dann habe ich aufgebraucht oder beziehungsweise meine Familie und ich das Family Shampoo, Bio Malve und Bio Brombeere von Alverde, auch ohne Silikone. Das Shampoo finde ich sehr gut. Also ich nutze es wirklich sehr gerne. Und ja, wir nutzen das alle sehr gerne, besonders meine Kinder. Und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Alverde ist sowieso eine Firma, die ich sehr, sehr gerne mag, wobei ich auch hier sagen muss, dass nicht alles funktioniert. Ja, das hat funktioniert, das kaufe ich mir auch immer oder kaufe ich uns auch immer wieder nach. Kommen wir zum Körper bzw. zur Dusche. Und zwar habe ich aufgebraucht diesen tollen Duft von Le Petit Marseillaise oder wie immer das auch ausgesprochen wird. Das ist die Duftrichtung Lavendel und ich finde die Düfte von denen. Die riechen halt nicht so süßlich und so künstlich wie vielleicht bei manch anderen Duschgelen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dann hatte ich schon lange bei mir im Schrank stehen von Isana Duschgel. Das ist eine LE, steht hier drauf. Vielleicht gibt es das auch noch im Rossmann. Duftet nach einem Hauch Lavendel. Es duftet ein bisschen süßer als Lavendel. Also da ist noch irgendwas drin, was das Ganze ziemlich süß macht im Vergleich zu dem von Le Petit
Le Petite Marseillaise. Le Petite Marseillaise schmeckt, sag ich schon, duftet nicht so süß wie das hier. Aber ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen, weil es trotzdem sehr gut riecht. Jo, und das ist mein All-Time-Favorite. Das habe ich immer in der Dusche stehen. Wird immer nachgekauft. Es ist das Duschgel von Balea After Sun. Das gibt es auch durchgängig im DM. Im Regal, im Regal ist also keine, oh mein Gott, ist keine Saisonware. Und Leute, meine Empfehlung, allein schon den Duft. Ja, wenn ihr einfach gute Laune haben wollt und wenn ihr euch vielleicht auf euren Urlaub einstimmen wollt, dunkle Jahreszeit, so ein bisschen... ja, aufpeppen wollt mit Urlaubsgedanken, dann kann ich euch das empfehlen. Dann habe ich hier noch eine, ja, ein Duschschaum von Rituals. Fand ich gut, weil er auch sehr, sehr ergiebig war. Vom Duft her sowieso, das ist die Duftrichtung Ritual of Ayurveda und es ist... Ach, ganz toller Duft. Allerdings bin ich nicht so der Fan von Schaumduschen. Ich finde aber, dass die kleine Pulle auch sehr ergiebig war. Da sind 50 Milliliter drin und hat bestimmt für den ganzen Körper für 5 Mal Duschen gereicht. Genau, also mindestens auf jeden Fall. Aber ich bin kein Fan von Schaumduschen. Ich nehme lieber Duschgel, weil ich habe einfach das Gefühl, wenn der Schaum auf meinem Körper ist, dass der halt nicht so richtig sauber macht. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Ja, also ich vom Duft her finde ich super. Wer Schäume mag, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Kommen wir zur Körperpflege. Das ist Dresdner Essenz Body Lotion. Und zwar After Sun. Es war in einem Set drin von Dresdner Essenz. Ja, ich mag die zwar immer noch, aber ich kann sie nicht mehr benutzen, weil ich keine Badewanne habe. Wir sind da umgezogen. Und zwar mag ich die Badeseite von Dresdner Essenz. Und zwar genau diese Duftrichtung Tag am Meer. Die gibt es auch nicht über Winter, sondern die kommen, ich denke mal, jeden Frühjahr wieder, die Badesalze, und da habe ich mich früher immer sehr eingedeckt. Dieses Bodylotion, habe ich mir gedacht, riecht genauso, aber dem ist nicht so. Also ich mochte den Duft nicht so. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht ist es nicht so intensiv gut riechend wie die Badesalze in der Wanne, aber man konnte sich eigentlich... Hat seinen Zweck erfüllt, man konnte sich eincremen und ist auch ganz schnell eingezogen, hat einen kühlenden Effekt gehabt, aber von Duft her mochte ich das nicht so gerne. Und hier wieder was ganz Tolles, kaufe ich auch hin und wieder immer mal nach von Rituals, die Body Cream, Magic Touch Body Cream, genau, Rituals. Auf Sakura. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz toller Duft. Ja gut, das riecht jetzt nicht mehr so gut wie am Anfang. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Duft. Könnt ihr dran schnuppern. Ich mag die Body Creams von Rituals, weil die sehr, sehr ergiebig sind, weil sie sehr, sehr pflegend sind und weil sie sehr, sehr gut riechen. Jetzt kommen wir zur Sektion Gesicht. Und zwar habe ich aufgebraucht das Isana, eine Isana-Maske. Da waren 5 Anwendungen ungefähr drin. Mattierende Tonerde-Maske. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube eine Limited Edition. Aber ich meine, ich habe sowas in der Art auch wieder gesehen im Rossmann. Ich fand sie jetzt nicht spektakulär. Die hat meiner Haut wohl ganz gut getan, hat schön gekühlt, aber sie hat jetzt keinen besonderen Effekt auf meiner Haut hinterlassen. Dann habe ich hier noch eine Empfehlung, und zwar von Biore. Das sind Thermomasken.
Und die dauern auch wirklich nur eine Minute. Das heißt also für Mamis, die schnell was, sich was Gutes tun wollen, nicht nur für Mamis, sondern für alle Frauen, die sich was Gutes tun wollen und wenn es schnell gehen muss, eine Minute Thermomaske. Und zwar sind hier in einer Verpackung sind 4 Sachets drin und das macht man auf, man legt es sich, genau, man macht es auf, dann schmiert man sich die Paste aufs Gesicht und dann merkt man sofort, wie sich das Ganze richtig erwärmt. Und es ist ein angenehmes Wärmegefühl. Und dadurch öffnen sich natürlich die Poren durch die Wärme und ich denke mal, das beugt einfach auch Hautunreinheiten vor, wenn man das hin und wieder anwendet. Ja, das ist jetzt von L'Oreal Hydra Genius Aloe Water. Und zwar ist das eine Gesichtscreme, beziehungsweise eher eine Gesichtsfeuchtigkeit oder ein Gesichtsgel. Ich mochte es ganz gerne. Allein schon die Verpackung fand ich richtig schön, ne, aus Glas und mit dieser Pumpvorrichtung. Und allerdings finde ich, ist es nicht für mich geeignet über Winter. Im Sommer finde ich es sehr angenehm, weil es auch sehr kühlend ist durch diese Gelkonsistenz. Und ich habe es wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Jetzt ist es alle. Und ich schaue mal, vielleicht kann ich das oder hole ich es mir im Sommer nochmal nach. Dann habe ich aus der Vegan Beauty Basket das hier bekommen. Und zwar Bau heißt die Firma, glaube ich. Vegan Beauty Basket ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Beautybox, die dann verschiedene Naturkosmetikprodukte, auch eher unbekannte, kleinere Firmen im Sortiment hat quasi. Und das war dabei. Das ist ein Spray, was man sich dann aufs Gesicht sprüht. Es soll einen Glow verleihen und es ist ein Feuchtigkeitsspray. Einfach die Haut befeuchten und ich habe es immer zwischendurch angewendet. Ne? Also zwischendurch, wenn ich merke, dass die Haut trocken ist durch die Heizungsluft oder auch, es war ja auch noch warm, als ich das hatte, benutzt hatte. Ich habe es auch im Winter übers Gesicht gesprüht. Fand ich sehr schön, das Gefühl, aber ich mochte den Duft partout nicht. Rose ist... es gibt Leute, die mögen den Duft nicht, so wie ich. Und Rose, finde ich, riecht ein bisschen muffelig. Trotzdem hat es meiner Haut gut getan. Trotzdem habe ich es weiter angewendet, so drüber gesprüht, ein bisschen gewedelt und dann ging das mit dem Duft. Fand ich sehr gut. Wer es probieren möchte, schaut einfach bei Bau vorbei auf der Seite. Dann habe ich von der Firma Marina Miracle, das ist so ein Gläschen mit einer Pipette oben, ist ziemlich staubig, weil es doch schon etwas länger aufgebraucht worden ist. Mit einer Pipette hier oben, das ist ein Gesichtsöl aus der Vegan Beauty Basket und ich fand es ganz okay, also ich fand es ganz gut. Wer Gesichtsöle mag, sollte es da mal ausprobieren und ich fand den Duft in Ordnung. Der Duft war sehr schön und ich habe es mir aufs Gesicht aufgeteilt und dann bin ich hingegangen und habe noch ein bisschen Pflege drauf getan. Also das Öl war nicht fettig, es war eigentlich ganz genau richtig für meine Haut. Genau. Dann habe ich hier noch Körperpeelings aufgebraucht und zwar waren die auch in der Vegan Beauty Basket Box drin. Das ist von der Firma Salt and Parlor. Das sind 2 Duftrichtungen, einmal Jasmin und Matcha Grüntee und einmal Kaffee und Kokosnuss. Kaffee und Kokosnuss mochte ich jetzt vom Duft her nicht so gerne, aber Jasmin und Matcha Tee hat mir sehr gut gefallen. Da sind kleine Dosen, das heißt, eine Dose hat für meinen Körper einmal gereicht. Das heißt also, diese
dieses Peeling, was da drin ist, es ist lose drin, es kommt auch ein Holzlöffel mit dabei, wo man das dann nehmen kann, habe ich nicht gebraucht. Auf jeden Fall sind es grobe oder genau passend grobe Peelingkörner drin und ja, hat mir gut gefallen, kann ich auch weiterempfehlen. Ich hoffe, dieses Aufgebrauch-Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn du keines meiner Videos verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.